Gegen meine Streitkräfte habt ihr nicht den Hauch einer Chance. Ergebt euch. Da wäre ich an der Stelle nicht so sicher. So, eine Ramme. Die Ramme steht bereit. Wir geben einem Bataillon Schwertkämpfer den Befehl, die Ramme zu bedienen. Wählt die Soldaten an und rechtsklickt die Ramme. So, das ist erstmal ein Rammenkarren. Der kann so, wie er gerade ist, eigentlich jederzeit abgefangen und geklaut werden. Da Crimson Sabbat sich aber ziemlich versteckt da hinten. Sollte dies das die geringste Sorge sein. Nahrung sieht okay aus. So, dann noch Käsemacher hin. Bleibt wachsam! Unsere Ramme ist bereit, das Tor anzugreifen. Wir müssen den Rabenkarren ins Zielgebiet bringen, zu Sabbats Festung in Armstrand. Mhm, haben wir. Gut gemacht. Der Rabenkarren steht bereit. Um die Ramme einzusetzen, müssen wir sie erst zusammenbauen. Ja. Die Ramme wurde aufgebaut. Ich höre die Hörner der Wikinger. Die Langschiffe sind nach Ulrikborg zurückgekehrt. Wir müssen uns beeilen, sonst sind die Krieger zu betrunken, um uns zu helfen. Lasst uns das Tor von Crimson Sabbats Festung angreifen. Wenn wir ihre Verteidigung durchbrechen, werden uns die Wikinger helfen. Ja. Rabbe durch die gegnerischen Truppen. Ja, wir blockieren gerade ihr Tor aus, indem sie einmal frei unter Beschuss. Ihr habt das Tor zerstört. Nun werden wir an eurer Seite kämpfen. Wir haben mit Crimson Sabbat noch ein Hütchen zu rupfen. Das Tor ist zerstört. Ich höre die Schlachtrufe der Wikinger. Sie sind nicht mehr weit entfernt. Jawohl! Uns hält man nicht ungestraft zum Narren. Zerstört Crimson Sabbats Außenposten in Armstrand. Stürmt los! Schon unterwegs! So, eine. Schon unterwegs! Wie ihr wünscht! Und fertig. Danke, dass ihr meinen Clans geholfen habt. Eure Ehre und Tapferkeit müssen besungen werden. Ich werde euch im Kampf gegen diesen roten Prinzen unterstützen. Diesmal habt ihr vielleicht gewonnen. Doch mein Herr, der Rote Prinz, wird einen Weg finden, die Nadel in dir auf euch zu hetzen. Ah, da sind wir mal gespannt. Endstatistik. Yay, gewonnen. So, das heißt, wir gehen gleich in die nächste Mission über, nach Rekia.
Ja, nachdem wir Drängier hier fertig haben. Und hören uns die Missionsbeschreibung an. Euer Majestät, ich freue mich, an eurem Hofe zu sein. Lasst mich von den Problemen und Schwierigkeiten meines Heimatlandes berichten. Die Dörfer in dieser Region kämpfen wegen der langen und harten Winter jedes Jahr ums Überleben. Doch dieses Mal ist der Winter noch schlimmer als sonst. Wenn wir diesen Dörfern helfen, werden wir die Narlindir leichter von unseren guten Absichten überzeugen können. An dieser Stelle hier sollten wir eine Siedlung errichten. Wir müssen genug Güter herstellen, um selbst den Winter zu überstehen und gleichzeitig die Dörfer unterstützen zu können. Wir treten nicht nur gegen unsere Feinde an, sondern auch gegen den eisigen Nordhauch. Ja, damit ist jetzt unsere Tafelrunde erstmal komplett. Also, das ist, Thordal ist der letzte Ritter, den wir rekrutieren konnten. Gucken wir uns mal seine Infos an. Nach einem Fest werden mehr Siedler heiraten. Ich weiß, wie man die Leute unterhält. Ich kann singen, um die Siedler in der Nähe zu unterhalten. Ja, das wäre der letzte Mission mal kurzzeitig praktisch gewesen. Aber ja. Das sind seine beiden Fähigkeiten, nämlich mehr Ehefrauen und mehr Siedler. Leider will ich in dieser Mission Elias einsetzen, wegen dem Nahrungsmangel. Aber hören wir uns mal an, was für Argumente unsere Ritter haben, dass wir sie schicken. Ich bin kein zartes Südlandpflänzchen. Ich widerstehe allem, was Rick hier mir entgegenwirft. Ja, sehr aggressiv. Unser Wikingerfreund hält uns wohl für kleine, furchtsame Kinder. Lasst mich ihn vom Gegenteil überzeugen. Ja, Marcus ist sehr enthusiastisch. Bei allem Respekt. Die Winter in Westholm sind ebenfalls hart. Mich würde die Kälte nicht schrecken. Ja, das glaube ich nicht. Thordal hat recht. Narlins Länder sind karg und kalt. Es wäre mir eine Ehre, euer Botschafter zu sein. Und zuletzt. Wenn der Weg zum Frieden mit den Nordleuten durch dieses kalte Land führt, dann sei es so. Ich bin bereit. Ja, er klingt eher ein bisschen gezwungen, oder? Ich schick doch Thordal. Unser Kampf wird eines Liedes würdig sein. Ich habe die Mission eigentlich immer mit Elias gemacht. Versuchen wir sie mal mit Thordal. Die sollte eigentlich auch mit Thordal gut machbar sein. So haben wir nämlich auch mal Thordal. Hier ist es wirklich kalt. Wir müssen mit dem Aufbau unserer Siedlung beginnen. Die Arbeit wird uns warm halten. Wir sollten mit den anderen Dörfern Kontakt aufnehmen und herausfinden, wie wir ihnen helfen können. So. Das wird erstmal alles gebaut. Ja, Militär werden wir nicht großartig brauchen. Und ja, die sollten erstmal im Dorf bleiben. Alles klar. Während wir uns umgucken. Wie ihr wünscht! Sorgen wir gleich schon mal für Wurst. Weil Weizen und Fisch können wir beides erstmal vergessen.
Wie man sieht, der Winter ist unendlich in dieser Mission. Oh, hier hätten wir Eisen schon mal. Alles klar! Alles klar! Sofort! Schon unterwegs! Hier hätten wir nur ein paar Kühe. Wie ihr wünscht! Hier hätten wir noch mehr Jagdwild, das ist gut. Alles klar! Und Steinfülle. Auf euren Befehl! So, da ist unser... Na okay, wir reiten dran vorbei, wie nett. Sofort! Hier wäre auch Jagdwild, aber ansonsten nichts. Ei. Hier sind ein paar Bienenstöcke. Auf euren Befehl! Dein Außenposten. Alles klar! Mit denen können wir allerdings noch nichts anfangen. Verstanden! Hi. Also geht's jetzt erstmal hier ins Dorf. Während wir auch unsere Steinproduktion mal anschmeißen. Beim Barte meiner Großmutter. Es steht uns doch tatsächlich jemand in diesem harten Winter bei. Der Winter kam früh und wir haben nicht genug Getreide eingelagert. Einige Dorfbewohner gingen nach Sedir, um Getreide zu holen, doch sie sind noch nicht zurück. Normalerweise wären sie über die Nordstraße zurückgekommen. Wir vermuten, dass ihnen auf der Rückreise etwas zugestoßen ist. Könntet ihr nach Norden reisen, um herauszufinden, was aus unserer Getreidelieferung geworden ist? Mhm. Oh nein, die Wölfe sind zurück und das Getreide ist immer noch in der Hütte. Könnt ihr es für uns holen? Also bei denen könnten wir Stein kriegen. Also ja, ich werde wahrscheinlich erstmal die beiden Territorien einnehmen, einfach um ans Fleisch zu kommen. Jawohl! Verstanden! So, Nahrung wird hergestellt. Ganz langsam. Aber sicher. So, das heißt, Tordal. Wie ihr wünscht, auf euren Befehl. Nehmen wir erstmal das Territorium hier ein. Dass wir hier ans Fleisch kommen. Und ja, die Kühe, die wären auch nicht schlecht. So. Bleibt wachsam. Hier beschützt Tordal. Verstanden. Und zusammen werden wir jetzt die Wölfe vertreiben. Alles klar! Ja, wir werden keine große Armee brauchen. Später werden wir halt noch ein paar Truppen brauchen. Also mit dem sind wir jetzt schon mal bekannt, was gut ist. Da kommt unser Außenpostenbauer. Ei! Auf euren Befehl! Schon unterwegs! Sofort! Und das ist ein kleines Wolfsrudel, was wir erstmal loswerden müssen. Auf euren Befehl! Stürmt los! Territorium eingenommen.
Sehr gut. Das heißt, hier haben wir erstmal Platz für unseren Jäger.